Tag vergangen war, Maria Magdalena und die andere Maria, welche genennet wird Jakobi und Salome. Und Johanna und andere mit ihnen, die mit Jesu kommen waren aus Galiläa, kauften und bereiteten die Spezerei, dass sie kämen und salbeten Jesu. Denn den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetze. Am Abend aber der Sabbaten, welcher anbricht am Morgen des ersten Tages der Sabbaten, sehr früh, da es noch finster war, kommen sie zum Grabe, da die Sonne aufging, und trugen die Spezereien, die sie bereitet haben. Es geschah ein Großerdbeben, denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von des Grabes Tür und setzte sich drauf. Sein Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß als der Schnee. Die Hüter aber erschraken für Furcht und wurden, als wären sie tot. Die Weiber aber sprachen untereinander: der Stein abgewälzt war vom Grabe. Und sie gingen hinein in das Grab und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Da läuft Maria Magdalena hinweg, solch's nachzusagen. Und da die Weiber darum bekümmert waren, dass der Leib Jesu nicht da war, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zu der Erde. Da sprachen was suchen wir den Lebendigen bei den Toten? Er noch in Galiläa war.
überantwortet werden in die Hände der Sünder. Solches den Aposteln, und es deuchten sie ihre Wort eben, als wären's Märlein und gläubten ihnen nicht. Da aber Maria Magdalena also läuft, wie gesagt, könnt sie zu Simon Petro und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn, den Herrn weggenommen aus dem Grab. Aber die zwene Jünger zugleich, und der andere Jünger lief zuvor, schneller denn Petrus, und kam am ersten zum Grabe, lugget hinein. Und siehe, die Leinen geleget, er ging aber nicht hin. Da kömmt Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und siehe die Leinen gelegt und das Schweißtuch, das Jesu um das Haupt gebunden ward, war nicht bei den Leinen gelegt, sondern beiseit eingewickelt an ein besonderen Ort. Da ging auch der Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Gingen die Jünger wieder zusammen und Petrus verwundert sich, wie es zuging. Maria aber stund für dem Grabe und weinte. Sie nun weinet, gucket sie in das Grab, und siehe zwene Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zum Häupten und den anderen zum Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten.
weineten,
dass sie den Herrn gesehen hatten und seufzet ihr zu ihr gesagt. Und dieselbigen, da sie hörten, dass ihr lebt und wer ihr erschienen, leugnen sie nicht. Die Weiber aber gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langweiß Kleid an. Und sie entsetzten sich. Es war der Engel des Herrn, er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, entsetzt euch nicht. Ich weiß, dass ihr suchet den Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie ihr gesagt hat. Kommet her und siehet die Städte, da der Herr gelebt. Schnell hin und saget seinen Jüngern und Petrus, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird für euch in euch in Galiläa. Aber werdet ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten, denn es war sie Zittern und Entsetzen ankommen und sagten niemand nichts, denn sie furchten. Da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnet ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßet. Sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen für ihn nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, hielt ihn und vergeht.
etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geldes genug und sprachen. Saget seine Jünger, an demselbigen Tage in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Feldweges weit. Des Mann heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, da sie so redeten, und befragten sich miteinander, nahet Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Denn in einer anderen Gestalt erschien er ihnen, ihr sprach aber zu ihnen. Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegen? Einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm: Bist du allein, bist du allein, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ihr nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist. Dir nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist. Und ihr sprach zu ihm:
sollt Israel erlösen. Und über alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der Unsern, die sind früh bei dem Grabe gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben ein Gesichte der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grabe und fanden es also, wie die Weiber sagten. Aber untereinander. Brav,
Denn ein Gott hat
als ihr das saget, zeiget er ihnen Händ und Füße und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sie aber noch nicht gläubten für Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier zu essen? Vom gebratenen Fisch und Honig seins. Und er nahm's und aß für ihn. Er sprach aber zu ihnen: als ihr das saget,